Wieder eine Anfrage an das Sonderstandesamt Bad Arolsen zum Tod eines ehemaligen KZ-Häftlings. Eine Dame aus Frankreich, die sucht eine Sterbeurkunde eines Cousins, dass er in Mauthausen verstorben ist. Es ist keine gewöhnliche Amtsstube, in der Siegfried Butterweg arbeitet. Dachau, Auschwitz oder Bergen-Belsen steht auf den Sterbebüchern in seinen Aktenschränken. Nach dem Krieg brauchten Angehörige Nachweise über die in den Todeslagern gestorbenen Menschen für Entschädigungen oder Renten. Heute geht es vor allem um Gewissheit, um Klarheit zur Familiengeschichte. Dass wir den Personen, die ja, in seiner Zeit vielleicht irgendwo liegen geblieben sind, verscharrt worden oder eingeäschert worden sind, dass man denen ein Stück Würde zurückgibt, ja, dass sie wie jeder andere auch, wenn sie verstorben sind, beurkundet werden. Akribisch sucht der Beamte Angaben zu den Toten, ein Sterbedatum, einen Ort. Was schon beurkundet worden ist, findet sich alphabetisch sortiert in diesem alten, tonnenschweren Registraturautomaten. Auch Informationen zu der Anfrage aus Frankreich. Ich habe die Karteikarte der gesuchten Person gefunden und der Karteikarte entnehme ich, wo wir den Sterbefall beurkundet haben. Nämlich in 1955 in dem Konzentrationslager Mauthausen und unter der Sterbebuchnummer 4108. Hier steht zwar nur eine Karteikarte und da der Name drauf, aber dass dahinter auch ein Mensch, eine Person war, ne, die da ein schlimmes Schicksal erlitten hat. Ne. Ja, das sollte man eigentlich nicht vergessen. Ne. Nicht jede Anfrage kann so schnell beantwortet werden wie die aus Frankreich. Manchmal dauert das Ausstellen einer Sterbeurkunde Wochen, Monate oder sogar Jahre. Unterstützung bekommt das Sonderstandesamt dabei von den Arolsen Archives, weltweit das größte Archiv über die Opfer und Überlebenden des NS-Regimes. 30 Millionen Dokumente lagern hier und ständig kommen neue hinzu. Was ich jetzt hier habe, ist eine Totenliste zu polnischen Häftlingen des Konzentrationslagers Dachau. Auf diesen Listen würde man jetzt sehen, neben den einzelnen Namen der Häftlinge, die Personalien, den Geburtsort, die Häftlingsnummer und wann dann im Konzentrationslager gestorben. Die Arolsen Archives selbst können keine Urkunden ausstellen. Da kommt dann wieder das Sonderstandesamt mit zum Tragen. Nur von den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald sind die Unterlagen nahezu komplett erhalten geblieben. Das erschwert die Arbeit für das Archiv und das Sonderstandesamt, weiß auch der Bürgermeister. Wir haben im Moment 350.000 Beurkundungen oder Fälle beurkundet in Bad Arolsen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass wir bei weitem nicht alle Fälle hier beurkundet und erfasst haben. Es ist noch viele, viele, viele Aufgaben vor uns. Ende des Jahres, nach über 40 Dienstjahren, geht Siegfried Butterweg nun in Rente. Das Sonderstandesamt wird aber auch danach weiter daran arbeiten, die Verbrechen der Nazis sichtbar zu machen. Unsere Arbeit wird immer nur Stückwerk bleiben. Wir werden nie irgendwann sagen können, wir haben alle Verstorbenen beurkundet. Aber man sollte doch versuchen, eine möglichst große Zahl dann an Schicksalen aufzuklären und auch dann zu beurkunden lassen, not least.